So, willkommen erneut zu einem kleinen Video. Ich habe euch ja in einem ersten Teil schon mal den GS1000C vorgestellt. Wundert euch nicht, dass es hier jetzt so eine schlechte Beleuchtung ist, aber so können wir das Display einfach deutlich besser erkennen. Hier sieht man zum Beispiel jetzt schön, was ich im anderen Video schon gesagt habe, da ist was im Weg. Warum? Ich habe natürlich mal wieder vergessen, die Kappe abzumachen. So. Ah ja, das sieht schon besser aus. So, jetzt haben wir hier Gerät, habe ich vorgestellt. Ich habe es momentan noch auf Tapete stehen. So, als erstes, man kann natürlich die Messwerte speichern auf einer integrierten Speicher, den man dann per USB hier oben zu finden auslesen kann. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Messwert, okay, sage speichern, dann wird dieser Messwert gespeichert und wie ihr seht, kann ich den noch aufrufen. So, jetzt kommen wir aber noch mal zu einer anderen Geschichte. Dieses Gerät hat natürlich das C nicht nur für den Anschluss von USB, sondern auch für den berühmten Blauzahn. Oben, hier oben zu erkennen. So, und jetzt nehmen wir uns einfach mal ein Tablet, bisschen im Hochkantformat, weil zeige ich euch gleich. Dann gibt es hier das GIS Measure and Document. So, man sieht hier schon verbunden mit diesem Gerät. Ich habe jetzt schon einen Test erstellt. Da hatte ich auch schon mal ein Foto. Ich will jetzt einfach mal eine Datei erstellen. Das will ich jetzt auch noch mal ganz kurz machen. Jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt diese Datei erstellen. Dann sage ich hier in diesem Fall, machen wir das mal anders, ne? Was leider nicht geht. Also, jeder, der mit dem Tablet arbeiten will, muss sich bei dieser Software und leider auch bei vielen anderen Apps daran gewöhnen, dass es nur im Hochkant geht. Bosch habe ich schon angeschrieben, die wollen an dem Ganzen arbeiten. Ich finde es schade, dass das jetzt erst geschieht, sondern dass man nicht von vornherein einfach sagt, die drehen automatisch. Denn diese Software lässt sich in meinen Augen eigentlich am besten nur mit dem Tablet bedienen. So, dann hat man hier zum Beispiel die Kamera. Da kann ich jetzt ein Bild machen. Ich mache jetzt einfach mal dieses Foto hier von der Wand. So, jetzt habe ich hier ein Bild. Ne? Wiederholen. Nein, das ist okay. So. Na, jetzt gibt es hier diese Tipps. Okay, so, jetzt gehe ich, sage ich, ich möchte zum Beispiel hier einen Messpunkt haben. Markiert mir das Ganze. Jetzt nehme ich mal das Gerät. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so, wie ich es gerne hätte. Gehe da so ziemlich genau in diese Ecke. Zack. Und man sieht, dort gespeichert. Das gleiche mache ich nochmal und sage zum Beispiel, ich will jetzt hier unten auf der Heizung einen Punkt haben. Wie man sieht, so, jetzt nehme ich wieder das Gerät, gehe da unten auf die Heizung, aha, lasse los und die Temperatur steht drin. So kann man viele Sachen einfach und gut dokumentieren. Und wie gesagt, das Einzige, was mir in der Software nicht so behagt, ist, dass man sie nicht im normalen Tablet-Modus bedienen kann, sondern nur fürs Handy. Also ich hoffe, ich konnte euch auch hier, man kann da noch bearbeiten, man kann noch Notizen hinzufügen, man kann das Ganze abspeichern, man kann das Ganze schicken und so weiter und so fort. Dinge, die man eigentlich nicht mehr so weit erklären muss. Wichtig ist nur, dass man das halt hierfür sehr gut dokumentieren kann und das Ganze auch noch schnell und gut funktioniert. Gut, ich hoffe, es war mal wieder ein Eindruck, den ich euch von diesem Gerät oder dieser Kombination hier vermitteln.